Bundesliga 28. Spieltag und hier kommen unsere Tipps dazu. Mit dem Topspiel Radek, Dortmund gegen Leipzig. Der Spieltag beginnt aber am Freitagabend, wie so oft, mit dem Spiel Union gegen 1. FC Köln. Und da sehen wir ein Spiel zweier Mannschaften, die sich so im Mittelfeld bis, ja, eher fast schon erweiterten oberem Kreis eingefunden haben. Und Union ist leichter Favorit wegen der Heimstärke. Können die Kölner, die ja zuletzt stark waren, hier was reißen? Ja, wir sind jetzt schon im Schlussspurt der diesjährigen Saison. Auf einmal geht es dann ganz schnell. Und beide Teams haben, glaube ich, noch so die internationalen Plätze im Blick. Mittlerweile ist Köln Siebter und das, obwohl Union vor nicht allzu langer Zeit noch tolle Aussichten auf Platz 4 hatte. Und dementsprechend, wenn Union wirklich da um Platz 5, 6, 7 noch mitspielen möchte, dann sollten sie unbedingt gegen Köln gewinnen. Läuft ohne Max Kruse. Wir können es eigentlich nur Woche für Woche bzw. mit der Pause im 2-Wochen-Rhythmus nur wiederholen. Nicht so gut. Bei den Quoten sind die Eisernen mit 2,4 leichter Favorit. Deutet das auf ein Unentschieden hin oder sehen wir Value bei Köln? Ich glaube tatsächlich, dass diese Pause den Eisernen sehr gut tut. Dann noch ein Heimspiel. Ich glaube, die können sich jetzt nochmal fokussieren, vielleicht auch nochmal in sich gehen, was sie jetzt anders machen müssen ohne Kruse. Kann ja nicht sein, dass nur ein Spieler dafür zuständig ist. Vielleicht war es auch nur Pech. Und von daher glaube ich in diesem Fall wirklich auf einen 2:0 Erfolg der Eisernen. Das ist interessant, kann ich ja auch irgendwo so auch nachvollziehen. Die Quote wäre interessant, ich würde aber nicht drauf wetten. Also ich sehe eher so die Gefahr, dass die Eisernen eben da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und deswegen hätte ich bei der 3,4er Quote Value gesehen, aber eben auch bei einer Double Chance Köln, weil wer gegen Dortmund punktet und gegen Leverkusen gewinnt, das sind ja Champions League Teams, der kann doch wohl auch die Eisernen besiegen. Hundertprozentig und deshalb, wenn wir alle drei Ausgänge bevorzugen, lass uns den April-Scherz vergessen und zum Samstag übergehen. Dann Arminia Bielefeld gegen Stuttgart. Da, wo die Bielefelder stehen, standen die Stuttgarter bis vor kurzem, nämlich auf Platz 17. Jetzt kommt es zum entscheidenden Abstiegsduell. Verlieren verboten bei Bielefeld, aber wie soll das gehen nach 4 Niederlagen in Folge? Und vor allem Stuttgart mit 2 Siegen, die nach jeweiligem Rückstand ihnen gelungen sind, sowohl gegen Augsburg als auch gegen Gladbach. Da ist doch Bielefeld jetzt mal ein Team, wo sie Favorit sind. Genau da sehe ich die Problematik für den VfB, dass sie jetzt zum ersten Mal wirklich nicht mit dem Rücken zur Wand stehen, sondern der Favorit sind. Und von daher allerhöchste Unentschiedengefahr. Ich glaube, das wird ein Krampfkick, da wird keiner frei aufspielen. Bielefeld weiß auch, die können sich die Niederlage nicht erlauben. Von daher unentschieden finde ich sehr entspannt. 3,44, das musst fast mitnehmen, wenn ich auch die Stuttgarter hier natürlich ein Stück weit stärker sehe, rein vom Trend her, haben wir natürlich nicht den Vorteil, wenn man das Momentum nimmt. Wer nicht, aber wir haben ganz oft schon gesehen, dass Bielefeld punktet. Vor allem zu Hause, ja, wobei die sind eigentlich eine der schlechtesten Heimmannschaften, wenn man so will, sogar die schlechteste. Woher kommt dann dieser Mythos von der Alm? Ich weiß nicht, ja, 7 Unentschieden zu Hause immerhin. Mehr als jedes andere Team. Gut, aber Unentschieden 3,4 kann man hier nehmen. Leverkusen gegen Hertha, das ist ja ein heißes Duell. Felix Magath hat ja in seinem ersten Spiel, obwohl er nicht mal auf der Bank sitzen musste, Unmenschliches geleistet und die ungewinnbaren Herthaner zum Sieg gegen Hoffenheim teleportiert. Und das ist schon krass. Jetzt gegen Leverkusen könnte man denken, ja, haben die wieder keine Chance, aber die Quote auf Leverkusen ist unspielbar und auf der anderen Seite hier wieder Hertha was zuzutrauen, wäre schon auch ein bisschen zu viel, oder? Wenn man Hertha was zutraut, dann könnte man immer beide treffen oder die Asian Handicaps anschauen, also ein X2 oder so wäre mir auch zu gefährlich. Beide treffen kann ich mir gut vorstellen, da würdest du auch auf Felix setzen, Leverkusen, glaube ich, schießt so oder so ein Tor, auch und Asian Handicap, einfach nur just for fun. 1,25. Nicht uninteressant, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich finde, mit beiden Spielen könnte man nochmal auf
Mit beiden Tipps könnt ihr nochmal auf den Felix setzen, aber beide Treffen würde ich tatsächlich in dem Fall bevorzugen. Mhm. 1,72 gefällt mir auch gut. Bei Frankfurt Fürth würde ich nicht auf beide Treffen gehen, würde ich aber auch nicht auf den Frankfurt-Sieg gehen, der ist zu niedrig. Aber dass sie zu Hause gegen Fürth gewinnen, das sollte doch eigentlich ein Pflichtsieg sein, vor allem weil ja die Frankfurter hier vielleicht auch noch ein Wort um die internationalen Plätze mitsprechen wollen. Und dann muss die Eintracht natürlich Fürth besiegen. Die Eintracht wird liefern und wie du sagst, die Quote gibt nicht viel her. Und Fürth hat jetzt in der Rückrunde auch so gut gespielt, dass man sagt, ein 2-Tore-Vorsprung für Frankfurt könnte ein bisschen zu heikel sein. Auf der anderen Seite würde ich das bei einer guten Quote spielen, bei der, die wir gerade gesehen haben, nicht. 2-0, Wetttipp Frankfurt. Ja. Absolut, war auch mein Wetttipp beim englischen Otspedia-Kanal 2-0. Ich sehe hier keine vielen Tore, auch nicht, dass beide treffen, aber darauf oder dagegen zu wetten, ist eigentlich reine Spekulation und auch beim Tippspiel kannst du es ja gern mal machen. Freiburg gegen Bayern, auch reine Spekulation, dass Freiburg hier was reißen kann, aber in der Vergangenheit haben sie ja gar nicht schlecht ausgesehen gegen die Bayern, vor allem zu Hause haben sie in der vergangenen Saison ein 2-2 geholt und die Bayern vielleicht ja mit dem Kopf schon ein bisschen in der Champions League, wo sie dann in der Woche ja, nach diesem Spiel ja in Spanien bei Villarreal antreten müssen. Aber ja, so richtig gut sind die Freiburger Quoten halt auch nicht dafür, dass Bayern die auch jederzeit natürlich wegklatschen könnte. Ja, ich mache es auch jetzt hier kurz. Ich finde die Quoten sehr, sehr gut gewählt, weil da ist nirgendwo Value drin. Bayern könnte das eigentlich easy mit einem 2 oder 1,5 Tore Vorsprung halt auf Wettniveau gewinnen. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie sehr sie vielleicht mit dem Kopf schon bei Villarreal sind. Also Streich kannst du auch nicht unterschätzen, also no bet. Wobei, ehrlich gesagt, sehe ich jetzt das fast schon ein bisschen anders, wenn ich die Quote sehe. Mit 1,25er Handicap, du kannst eigentlich nur darauf wetten, dass Bayern mit einem Tor Vorsprung gewinnt. Und da lehnt man sich ja nicht weit aus dem Fenster in keinem Spiel aller Zeiten, dass Bayern ein Spiel 1-0 oder 2-1 gewinnt, dann würde man das Geld zurückkriegen. Ist eigentlich eine super Wette mit 1,8. Und wenn sie mit 2 Toren Vorsprung gewinnen, dann gewinnen sie diese Wette. Wenn Freiburg ein Unentschieden holt, ja, dann Hut ab, haben sie es verdient. Aber hat man trotzdem gefühlt nichts falsch gemacht bei dieser 1,8er-Quote. Gegen die Argumentation kann ich nicht ankämpfen, da hast du absolut recht. Guter Blick für die Minus 1. Merci. Mal schauen, ob du einen guten Blick bei Hoffenheim-Bochum hast. Ja gut, das war natürlich auch irgendwie klar. Also Hoffenheim gerade verloren, aber zu Hause gegen Bochum müsste es ja wohl klappen, müsste man meinen, weil ja Bochum auch die letzten Spiele nicht so gut war. Also dieses Freundschaftsspiel, das nehmen wir jetzt mal hier raus. Aber in der Bundesliga haben sie 2 Niederlagen in Folge gegen Gladbach und Frankfurt. Während die Hoffenheimer bis auf die Niederlage gegen Hertha eigentlich davor ganz gut dastanden. Und da jetzt davon auszugehen, dass die Bochumer ihren 8 Auswärtspunkten einen weiteren hinzuzufügen haben, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also eigentlich ein klarer Hoffenheim-Sieg. Bei der Quote braucht man aber nicht drauf setzen. Und dass Bochum in Hoffenheim trifft, auch nicht. Dann schon eher beide treffen. Nein, aber sowas wette ich nicht. Über Tore, auch schlechte Quoten. Genau, deshalb auch hier zum nächsten Spiel. Hoffenheim haben wir schon öfter mal als Hure tituliert und dementsprechend setzen wir darauf nicht. Und das Top-Spiel am Samstagabend, das ist ja mal ausnahmsweise eins, wo du dich nicht beschweren musst. Denn Dortmund gegen Leipzig kann man schon mal ein Top-Spiel nennen, wenn hier der 2. gegen den 4. antritt. Und Überraschungsgefahr, weil man geht eigentlich von einem vielleicht Dortmund-Sieg aus oder unentschieden, aber die Leipziger sind eigentlich besser in Schuss. Ja, also das ist wirklich eine Sache, wenn du Samstagabend nichts zu tun hast oder sagst, du willst dieses Spiel sehen, dann freust du dich doch, dass es allein um 18.30 Uhr genießbar ist. Dortmund-Leipzig verspricht normalerweise viele Tore, aber wenn man jetzt die letzten Spiele des BVBs anschaut, da war nicht viel Treffen. 1-1 gegen Köln, 1-0 gegen Mainz, 1-0 gegen Bielefeld, 1-1 gegen Augsburg. Das sind ja Ergebnisse, die erwartest du von Bielefeld, nur mit Niederlagen, aber nicht vom BVB. Und auf der anderen Seite haben wir die super auswärts schwachen Leipziger, die ja jetzt gegen
gegen Fürth, gegen Stuttgart und noch eine dritte Mannschaft auswärts gewonnen haben. Ich glaube, Hertha war es. Mal schauen, ob die weiterhin auswärts erstmal nicht verlieren werden. Auf jeden Fall hat Dortmund mehr zu verlieren und hat irgendwie in diesen Spielen, in denen es was gegangen ist, bisher nicht glänzen können. Von daher sehe ich Value bei Leipzig. Ja, das auch. Und vor allem Dortmund, von denen kann man eigentlich nur enttäuscht sein. Ich weiß nicht, wie es den Dortmund-Fans geht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euer Gefühlszustand ist, nachdem die Dortmunder jede Saison, immer wenn sie eigentlich knapp dran wären und Bayern sich einen Ausrutscher erlaubt, dann einfach selber gegen Mannschaften wie jetzt eben Köln oder davor Augsburg Punkte lassen. Und das ist halt dann irgendwo schade für den deutschen Fußball, dass es dann halt immer nur wieder Bayern München als Meister gibt. Und ja, es ist auch egal, wie dieses Spiel ausgeht mittlerweile, weil die Punkte hätten sie gegen die anderen Teams holen müssen. Und jetzt gehe ich einfach von einem Unentschieden aus. 3,8 ist eine sehr, sehr gute Quote dafür in einem Spiel, wo du natürlich in beide Seiten einen Coinflip hast. Und wenn es nicht in eine Seite fällt, dann ist einfach ein Unentschieden. Und 3,8 ist gut dafür. Ganz genau. Ich glaube auch 2-2. Hm. Ja, das wäre doch auch torreich. Aber das Tore fallen, das weiß auch jeder. Das weiß jeder hier. Deswegen besser auf ein Unentschieden zu setzen. Gell? Gell. Und bei deiner Augsburger gegen die Wölfe? Ja, das ist schon verrückt, ne? Da war Augsburg eigentlich drauf und dran, mit einem Sieg gegen Stuttgart sich so ein bisschen Luft zu verschaffen, und dann verlieren sie das Ding noch. Und die Wölfe, ja, da war natürlich auch irgendwo klar, dass nach ein paar Spielen gegen, ich nenne es jetzt mal mittelgute Teams, wo sie dann gepunktet haben, dass nicht unbedingt die ganze Zeit nach oben weitergeht. Gegen Freiburg und Leverkusen gab es dann Niederlagen. Hier erwarte ich Unentschieden, aber du möchtest unbedingt was sagen. Ja, genau, weil du hast mittelgute Teams gesagt, das ist irgendwo auch richtig. Die andere Seite der Medaille ist, dass Wolfsburg ja nur gegen Top-6-Mannschaften, Freiburg 5., Hoffenheim, Leverkusen sogar 3. oder so, verloren hat, während sie dann gegen alles, was irgendwie darunter war, Hoffenheim ist auch 6., also gegen Top-6-Teams haben sie verloren, alles, was drunter kommt, haben sie gepunktet oder können sie schlagen, und Augsburg dementsprechend passt ins Beuteschema des Wolfes, und dementsprechend sehe ich da Value bei den entsprechenden Volkswagen-Vertretern. Und Double Chance oder Asian Handicap 0 auf VW mit einer Quote von 1,7. Also wenn du das Unentschieden abdeckst, bin ich da auch der Meinung, da kann man das auf jeden Fall spielen. Ich sehe hier auch Unentschieden, Tendenz Wolfsburg-Sieg. Augsburg glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Auf der anderen Seite muss auch Wolfsburg erstmal zeigen, dass sie dann auch liefern. Finde ich eine gute Wette. Ja, ist nicht so geile Quote, aber okay. Und dann am Abschluss des Spiels ist noch ein schwieriges Spiel, die furchtbaren Gladbacher gegen die auch nicht so geil auswärts spielenden Mainzer. Favorit Gladbach würde ich ja nicht mal mit der Kneifzange anfassen, da kommt mir gleich mein alkoholfreies Bier hoch. Und auch wenn sie die letzten zwei Spiele gewonnen haben, ist das für mich noch nicht ein Grund, auf die zu setzen, denn dafür haben wir alle zu viel Respekt vor den Mainzern, auch wenn sie halt auswärts erst 7 Punkte geholt haben. Wahnsinn, dass Mainz so schlecht ist auswärts. Nur 17., echt verrückt, und daheim dann 3. War ja letzte Saison ein bisschen ähnlich sogar, wobei sie da einen Auswärtslauf dann natürlich in der Rückrunde hatten. Das Krasse ist, ich glaube, sie spielen jetzt auch 3-mal auswärts in Folge mit dem Nachholspiel gegen Augsburg, müsste es gewesen sein. Und da kann sich jetzt viel entscheiden, ob es nochmal ein bisschen nach oben geht oder ob man sich nach unten nochmal Gedanken machen muss. Hier würde ich auf jeden Fall nicht drauf wetten. Tendenz eher zu Gladbach, weil Logik, die ich schon ein, zwei Mal heute gesagt habe, 2 Wochen Pause könnte der Borussia gut tun. Adi Hütter zurück, vielleicht findet er wieder den Zugang zur Mannschaft. Aber Mainz hat man schon zu oft unterschätzt. Schwieriges Spiel auf jeden Fall, kann viel passieren, deswegen auch hier ein Coinflip und keine Wette, wenn man nicht unbedingt auf Unentschieden gehen will. Dann fassen wir diesen 28. Spieltag kurz zusammen. Wir haben die Wetten, und zwar ein Unentschieden bei Arminia Stuttgart mit einer Quote von 3,4, ein beide Treffen bei Hertha Leverkusen mit 1,7, Bayern Asian Handicap minus 1,25 gegen Freiburg bei einer Quote von 1,8, Dortmund unentschieden gegen Leipzig mit einer Quote von 3,8, und
bei Wolfsburg ein Asian Handicap 0 in Augsburg bei einer Quote von 1,7. Schreibt eure Tipps auch gerne in die Kommentare, gebt ein Like und falls du es noch nicht getan hast, lasst doch ein Abo da. Bis dann. Ciao, Menau. Kakao heißt das denn? Scheiß drauf. Alles nur einmal. Ja, warum hast du